Yo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Part Dota 2. Oh, lange ist es her, wo wir Dota aufgenommen haben. Man sieht ja mittlerweile auch, der Battle Pass ist draußen. Ich habe ihn mal auf Stufe 717 hochgespielt und teilweise erkauft. Und man sieht ja auch hier zum Beispiel, die Quop hat jetzt ein neues Arcana bekommen. Das können wir uns ja gleich mal anschauen. Oh yeah, make it way for your queen. Mit Alternate Style. Hoppala. Na komm, Quop. Da ist er. Verdammt, gleich kommt's runter und flupp. Hallo. Hallo? Okay, da hinten hockt's auf jeden Fall. So. Und wir suchen gleich mal. Ich habe natürlich jetzt schon bedeutend mehr Siege, wenn wir mal hier auf meine Siege gehen. 1293. Und wir schauen einfach mal, welchen Helden wir spielen. Dim, dim. Ich bin mal gespannt. Wir haben hier zum Beispiel auch für Skeleton King. Na, wo ist er? Wraith King. Da man doch. Gibt es jetzt auch das Arcane wieder, das Skeleton King. Richtig, richtig, richtig nice. Oh, ich freue mich auf jeden Fall schon mega, wieder mal Dota aufnehmen zu können. Und auch. Mittlerweile bin ich auch mit meinem Spielstil wieder so zufrieden, dass wir auch mal sagen können, ah ja gut, ja, wir haben dann wieder auch so viel Skill am Start, dass man sich nicht schämen muss. Ist ja auch immer was Gutes. Sag ich mal, in der Zeit husche ich mal, wo gerade eine Partie gesucht wird. Dauert schon relativ lange. Hab ich eigentlich für ein Ex noch ein anderes Set? Das sieht auch viel cooler aus. So, der Bane. Alt Spott haben wir doch da was. Oh yeah. Beastmaster auch ein richtig cooles Set. Wobei, das sieht auch cool aus. Aber das sieht natürlich... Wow. Blatziger habe ich gar keins. Oh. Doch, ein Gürtel und eine Schulter. So. Noch. Oh yeah. Und man wird sich wahrscheinlich denken, oder man wird denken, hä, der hat doch, weil wir das Neujahrs-Special aufgenommen hat oder das Silvester-Special, waren noch viel mehr Sets da. Tja, das war, ich wurde zwischenzeitlich am Anfang des Jahres wurde ich gehackt und habe relativ viel verloren, aber mehr dazu kommt auch nochmal in meinem Quartalsrückblick. Also da können wir schon mal gespannt sein auf die Geschichte und vor allem, wie ich es auch gemerkt habe. Da konnte ich nämlich froh sein, dass ich Dota aufgenommen habe, weil da habe ich es eigentlich erst richtig gemerkt, dass es, dass mir Sachen gefehlt haben. So, normale Partie. Jawohl, wir nehmen an und jetzt geht's auch schon gleich los. Dum dum dum. Und der Battle Pass natürlich auch wieder ein Haufen, wenn wir ganz vorgehen, Haufen Belohnungen gibt es da wieder. Aber das werden wir noch alles sehen, mal gucken, wie weit ich komme. Es kommt auf jeden Fall, was schon mal richtig cool ist, es gibt für Patch und die Türme haben sich verändert, genau. Da haben sie jetzt auch Skins rausgebracht, sieht auch richtig, richtig nice aus. Ja, für Patch gibt's ein Persona. Ein Persona. Genau, es gibt eine neue Map, also vom Look her. Für Patch gibt's ein Persona. Für Anti-Mage gibt's ein Persona, wo es dann weiblich oder wo er dann weiblich ist. Dann haben wir Skeleton King, der einzig wahre König. Auch eine coole Mechanik, dass man 100 Knochen, also 100 verschiedene Gegner töten muss und muss das Match gewinnen, um den alternativen Stil freizustalten. Wow, sieht das badass aus. Übel. So, Windranger Arcana und natürlich das Quap Arcana im Style 2, wenn man 1000 Gegner mit einer Sonic Wave gepeinigt hat, heißt es hier. Also das wird, da können wir uns auf jeden Fall noch auf was freuen. Vielleicht lassen wir da auch mal eine Dings rausmachen. Let's play Quop in Dota 2. So, na was ist denn heute los? Das ist ja der Wahnsinn. K
Kann man natürlich auch mit anderen Sachen kombinieren, wobei ich sagen muss, das sieht eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ich weiß nicht, es passt halt alles so schön zusammen. Die Waffe wird eigentlich so aussehen, das Dagger. Och, hey, was ist denn gerade los? Das gibt es doch nicht. So, jetzt geht aber die Party ab. Auf! Go, go, Power Rangers! So. Alles klar. Und wir gehen mal... Oh, jetzt, was nehmen wir dann? Gehen wir auf die Offlane. Auf die Offlane. Wir müssen jetzt mal schauen, wen die anderen so nehmen. Dings ist eklig. Ancient Apparitional. Pick Support. 10 seconds remaining. Patsch. 5 seconds. Oh, wen hatten wir denn in dem Let's Play noch nicht? Ein Warlock ist auch gut. Nehmen wir mal Phantom Assassin in die Runde. Dass wir, wenn es auch vielleicht bei den anderen nicht so gut läuft, dass wir ein bisschen mitcarrying können. Ist ja auch in manchen Belangen gar nicht so unwichtig. Nehmen wir mal ein Circlet uns mit und noch ein Mango. Na, gucken wir mal. Was so... Oh yeah. Und dann schauen wir mal. Oh, Broodmother. Viper. Throw und Earthshaker mit Immor. Mit Arcana. PA hat ja auch einen Arcana. Wo ist es denn? Da ist es. Ist a Manifold Paradox. Tschadam. So. Ah, ich bin so heiß auf Dota. Ein Herr Schüttel. Herr Schüttel. Wo will denn wer jetzt hin? Hallo. So. Da lachen sie alle. Ja, das sind die neuen Spots. Genau. Chat. Dota. Welcome to Dota. So. Okay. Wir setzen. Und wir geben auch eine Prognose ab, dass wir gewinnen. Weil, wenn ich aufnehme, dann müssen wir ja gewinnen, oder? Nee, Leute, ihr wisst ja, ich nehme nicht nur auf, beziehungsweise, gucken wir mal, wie es läuft, die Runde. Okay, I go top. Und da kann man jetzt, ja, hier gibt es natürlich auch ein paar neue Sprüche. We're all dead. Dancing CC. So. Pushing your heart, dancing, CC. See you. Gucken uns mal kurz den Herrn Schüttel an. Boah, der sieht natürlich auch richtig cool aus. Arcan-Fortschritt. Beteiligen Sie sich mit Echo Slam ab 500 Kills, um einen alternativen Stil freizuschalten. Oh yeah. So, Warlock und ich oben. Das kann ja nur gut gehen. So, da gehe ich auf ein bisschen anderes Bild. Machen wir das. Gehen wir auf Deso und eventuell auf eine Morbid Mask, wenn es beschissen läuft. Wenn es beschissen läuft. Aber wir schauen uns die ganze Sache natürlich in Ruhe an. Alter. Enchantress Juggernaut. Und da kriegt die Draw erstmal ein gut gespielt. Sehr schön. First Blood of Draw ist immer gut. Bam. So, ein bisschen taunten. Und ab geht die Post. Boah, WTF. Sag nicht, die geht nur auf mich. Ich liebe es. Oh, das ist ja oh scheiße, ich glaube, ich sterbe sogar. Oh Gott.
Oh ja, und das war's. Ach du Scheiße. Okay, Juggernaut Enchantress. Es wird interessant. Es wird interessant. So. Enchantress macht halt richtig. Boah, WTF. So. Nein, das lässt du. Wenn ihr mich... So, gucken. Bisschen in der Tower rein. Zack. 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 Eins, zwei, drei und flupp. Eins, zwei und... Bisschen Harazen, Drive-Click. So. Wow. Auf jeden Fall eine eklige Lane. Und mal so. Und zwar, wie gesagt, wir müssen nur ein bisschen Space createn. Eventuell den Jugger ein bisschen runter halten und dann passt er schon im ersten Step. Ah, oh, blöd. Machen wir so, holen wir uns das, lassen wir uns das mal bringen, eher so gesagt. So, gucken wir doch mal. Juggernaut! Zack! So, zack! So. Enchantress auch richtig eklig. Richtig ekelhafter Held. Einfach mit ihrer Ultimate Untouchable. Dass der Speed, also Angriffsspeed, so reduziert wird. Ist schon übel. Oh, killt ihr einfach meinen Kurier her. So. Alles klar. Zack. So. Oh. Blöd. So, komm. Bisschen hier. Oh. Enchantress, wie ich sie liebe. So, ein bisschen weggehen, Dass der Battle Fury getriggert wird. So. Okay. Zack. Bisschen. Boah, es gibt wieder richtig Damage jetzt erstmal kurz, wo ich mal. Wer kommt top? Wer hat da eben gerade gesagt, er kommt top? Da kommt der Schüttel! Da kommt der Rüttel-Elf. Ach, Drow. Drow ist top. Komm. Jetzt hab ich's kapiert. Good job. Good job, guys. Good job. So. Zack. Ah, komm. Zack. Machen wir so. Oh yeah. So, und schauen wir mal, dass wir hier relativ zügig irgendwas hier zustande bekommen. So. Und mit relativ zügig meine ich, dass wir jetzt einmal... Zack. Okay.
Okay, Juggernaut, nur die Ruhe, mein Freund. Okay, das Harassen auch schon mal gut. Zack. So, ein bisschen mal die Creeps jetzt mal attacken, dass der Juggernaut relativ viel Schaden kriegt. Zack. 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 Damn, da, da, da. Mit Chantress ist 3. So. Das hatten unsere Drow schon. Ich sehe, es läuft alles wie geschmiert. So. In der momentanen Lage. Schade, dass ich einmal gestorben bin. Das war ein bisschen unnötig. Eieieiei. Die kann halt schon relativ gut zonen. Warlock, kannst du mir kurz helfen? Dankeschön. Dankeschön. So, 1, 2. Boah, das gibt jetzt natürlich auch nochmal richtig Schaden an die. Zack. Oh, 3, 4, 5. Oh, oh, zack. 1, 2 und 3. So. Machen wir mal so. Und weiter. Und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Halt. Das letzte Mal. Den hol ich mir. Bisschen was getriggert. Alter. Warlock. Warlock. Vielleicht nicht ganz so wegrenne. Eieiei. Ah, stupid PA kann man nicht sagen. Man muss halt auch ein bisschen farmen. Soll auch ein bisschen farmen. So. Verstehe halt nicht, warum der Warlock so passiv hier hinten rumrennt. Zack. Machen wir mal so. Mal kurz. Und einmal. Flup. So. Au. Das tut auch etwas weh. So. So. Und zack. Sehr schön. Ein bisschen farmen. Au. Da müssten wir eigentlich stehen bleiben, aber ich habe Angst, dass der Juggernaut bald Growstar. Eine Cloak? Warum eine Cloak? Ah, ist das auch so jemand, der nicht weiß, dass, komm, kriegen wir es hin. Cloak bringt gegen die nix, weil die Enchantress macht rein, macht pure Damage. Das heißt, müssen wir ein bisschen aufpassen. Die macht puren Schaden. Die macht puren Schaden. Holen wir uns doch gerade mal den hier. Batz, schöner Crit. Ach, die Fähigkeiten habe ich ja noch gar nicht erklärt. Also meine 1 in dem Fall ist ist dieses Messer, was die PA schmeißt. Damit verlangsamt sie Gegner und es macht einen gewissen Grund. Schaden plus nochmal ein Prozentsatz von dem, wie viel Schaden ich mache. Also relativ gut. Meine zweite Fähigkeit nennt sich Phantom Strike. Damit kann ich, die erlaubt mir halt einfach, dass ich mich zu jemandem hin teleportiere und dann kriege ich noch Bonusangriffsgeschwindigkeit, also relativ stark auch. Meine 3 ist Blur. Die kann ich, mit Blur kann ich gegnerischen Angriffen ausweichen zu einer gewissen Prozent Chance und wenn ich es aktiviere, kann ich auch zu einem gewissen Satz geschossen ausweichen, beziehungsweise geschossen immer ausweichen, wenn keine Gegner in der Nähe sind, kann ich auch
kann ich auch Invis einfach hier rumrennen. Und meine Ulti ist einfach eine Passive, die erlaubt es mir zu critten und zu einer gewissen Chance einfach. Und die Crits sind auf Stufe 1 200, dann 325 und dann 450. Also wenn ich viel Schaden mache, ist es extrem stark, diese Fähigkeit. So. So, wir tun natürlich uns auch wieder hier ein bisschen. Mit Stifting Dagger kann man auch gut Last hitten. Ist auch teilweise wichtig. Das ist schon eklig, die Lane. Muss man schon sagen. Ah, jetzt habe ich gerade gekrittet. Das sieht man dann, wenn dieses Blut dann so rausspritzt und dann dieser Kritte, dieser Kritzer kommt, dieses. So. Zack. Läuft aber relativ. Also momentan lass. Oh, gut gemisst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, den habe ich noch bekommen. Ah, jetzt will die Enchantress mich wieder. Patsch ist hier. Schon mal sehr gut. Ah, und jetzt sieht man hier, dass die. Man sieht, wie langsam ich angreife. Das ist halt die ultimative Fähigkeit von der Enchantress. Ah, und man kann auch zu einem gewissen Prozentteil kann auch mein. Also mein Stifting Dagger, dieses Messer, es kann auch zu einem gewissen Prozentteil critten. Also. Wie halt die Chance von meiner Ulti ist halt schon relativ stark. Die zwei fehlen. Beziehungsweise Juggernaut habe ich eben gerade gesehen, der kommt jetzt wieder. Zack. Lassen uns jetzt einfach mal nicht beirren und farmen hier oben mal weiter. So. Wie sieht es denn bei unseren anderen Mitspielern aus? Es geht eigentlich momentan. Kacke. Jetzt weggehen. Weil Juggernaut hat seine Ulti ready. Omnislash. Da springt er halt so komisch. So zwischen allen hin und her. Und wenn man halt alleine ist, springt er halt nur auf einen. Und das ist halt relativ stark. Wenn man halt damit einen allein fokussiert. In Teamfights generell sowieso saustark. Saustark Fähigkeit. So. Enchantress ist wieder hier oben. Eigentlich sollte mir nichts passieren, wenn ich hier so stehe. Aber das, ich habe das Wort eigentlich benutzt. Genau deswegen. Jetzt probiere ich mal eine Sache aus. Oh, okay. Weg damit. So. Perfekt, passt. Okay. Ich habe leider überhaupt keinen Mana. Patsch. Bisschen aufpassen. Job. So, verlangsamen wir doch mal die hier. Der Patch holt jetzt wahrscheinlich gleich aus zum Hucken. Deswegen bleib ich mal noch ein bisschen weg, außerdem ich hab hier kein Mana. Was ist sie dann? Da oben rennt sie rum. Da oben ist sie. Zack. Eins, zwei, Patsch. Oh, perfekt. Und zack. Boah, schöner Crit, aber wieder Angriffstempo langsamer als die Hölle. So. Ich tue erstmal meinen Phantom Strike auf 1 lassen. Oh, und jetzt sieht man hier, der Patch wird total gehatet. Boah. Okay, it's okay, so. Ich hab gleich mein Dazo. Royal Jelly liegt im Stash. Das nehmen wir uns doch mit. Und das hier auch. Können wir beides gut gebrauchen. Können wir beides gut gebrauchen. So. Okay, die anderen halt. Ja, ich weiß, die Gegner. Ich weiß jetzt nicht, wie es unten gelaufen ist. Aber es steht 10 zu 6. Ich habe eine 1-1-2. Okay, ganz okay in Farm. Also es geht schlimmer. Deutlich schlimmer. Muss man einfach mal so dazu sagen. So, ich benutze jetzt das Royal Jelly, kriege ich mehr Lebensregeneration dauerhaft und mehr Lebensregeneration und Mana-Regeneration. So,
Machen wir doch gerade mal so. Zack. So und flupp. Und dann geht der Dummy wieder hoch. Okay, unsere Drow zieht richtig gut ab. Momentan. Also es läuft wirklich. Ich nehme mal das Leben. Okay. Da ist der Schimpfwortfilter an. Ich weiß gar nicht, wie man den ausmacht. Muss ich mal gucken. So, Triple Kill. Job. So. Gucken, vielleicht bin ich die noch. Krieg die Wave. Kann ich hier noch. So. Hallo. Hey, ey, grittest du mal? Oh, fuck. Na gut, da hat mir auch der Crit jetzt nichts gebracht, okay. Es war halt jetzt ein bisschen Overkill, sag ich mal. Ein Overkill. Ne, müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Flatzwerf fürs Team gar nicht schlecht. Flatzwerf fürs Team gar nicht schlecht, wobei ich dann später vielleicht eventuell einen Satanic bräuchte. Bash ist auch nicht schlecht. Bisschen mehr Leben. Sergeant, ja, wir nehmen mal. Oh, gute Frage. Wir nehmen mal einen Becher. Einen Becher nehmen wir mal. So. Job. Da hat die Drow. So, okay, hier oben ist die Brutmarve irgendwo, diese Spinne. So, 1, 2, 2. Schade, dass ich. Aber neue Items, also neue Neutral Items gibt es jetzt wieder im Dschungel. So, machen wir so. Und vielleicht ein Crit, nee. Weil man sieht, es macht schon relativ viel Schaden, mein Stifting, der, gell? So, die Drow. Okay. Okay, das war eben gerade ein Crit. Boah. Ah, gut ausgewichen. Gut ausgewichen. Zack. Gut, Drow macht jetzt erstmal kurz hier den. Ah. Schade, oder ich gehe vielleicht mal auf den Hyperstone, dass ich was gegen die Enchantress machen kann. Müsste ich mal schauen. Ah, Impclaw, sehr schön. Gutes Item auf mir, Schaden ist immer gut. Schauen wir mal, was wir noch so kriegen. Vielleicht kriegen wir Vampire Fangs. Das wäre noch besser. So. Dann farmen wir doch mal den Jungle leer. Dann farmen wir uns doch mal den Jungle leer. So, Vembraces. Drow, gar kein schlechtes Item. Wenn man die noch auf Aggi stellt. So, mach mal so und zack, zack und zack. So. Schauen wir mal, vielleicht, dass wir hier irgendwie auf einen grünen Zweig in irgendeiner Form kommen. So, oh, clumsy net. Okay, Drow ist godlike. Die Drow ist godlike. Okay. So, müssen wir mal einen japanischen Spruch loslassen. Fiona! So. Alter. So,
So. Ach ja, so ist es. So ist es. Theoretisch könnte man auch die Runde mal auf den Silver Edge gehen, um die Enchantress Passive einfach zu umgehen. Aber wir lassen es jetzt erstmal kurz so. So, machen wir mal so. Und zack, und zack, und zack, und zack. Sehr wow. Aufpassen, da kommt, da ist die Viper. So. Machen wir so. Zack, 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 zack. Sehr schön. Ging es mir auch gar nicht schlecht, ein Difu. Weil die haben alle relativ, weil die sind alle relativ aufs Mana angewiesen. Die sind alle relativ aufs Mana angewiesen. Könnte man auch noch ein paar Leute verlangsamen. Aber nee, 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 nee. So, wir machen mal das so und wir holen uns mal noch den hier. Und zack, zack, zack. Zack, zack. Leider nicht mehr ganz gepackt. Ja, wir gehen mal zurück. Come on, draw, we're going back. Oh. Schmeißen wir mal hier ins Gifting Dagger hin. So, den nehmen wir. 150 Dagger Last Hits schon auf meinem Gem. So, das ist die Enchantress. Da ist die Enchantress. Ich tue den mal kurz weg, machen den Becher. Oh, das war ein schöner Crit. Zack, Jammer. Oh, Double Crit. Sehr schön, Double Kill von mir. Machen wir mal Flashen. Machen wir mal Flächenzauber, beziehungsweise Flächenangriffe. Machen wir hier mal ein bisschen Damage dem Tower. Na gut, lassen wir das jetzt mal so. Vom Links her tun wir mal hier noch ein bisschen farmen. So, machen wir zack, zack, zack. Sehr schön. So. Und machen wir und flup. Sehr schön. Schöner Crit. So. Dann holen wir uns doch hier erstmal einen Hyperston. Das bringt schon viel. Ja. Schon sinnvoll. Bot ist eine Rune des doppelten Schadens. Die hole ich mir doch auch sofort. Apache. So. Machen wir so und dann BATZ! Okay. Shit, da komme ich mal runtergerannt. Boah, die sind halt relativ schnell, gell? Come on, Warlock! Okay. Das ging einfacher als gedacht. Machen wir so, zack, zack, zack. So. Okay. Okay, okay, okay. So. Was haben wir denn hier? Wir sind da. Die Brutmutter. Bleiben Sie stehen. Oh Gott. Okay.
Oh, da kam die Warlock-Ulti ein bisschen spät. War ein bisschen zu greedy von mir. Aber gut. Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir das Spiel jetzt nicht aus der Hand geben. Dass wir das Spiel nicht aus der Hand geben. So. Eieieiei. Oh oh. Fiona! So. Nehmen wir mal auf jeden Fall das. Dann gehen wir mal auch auf eine BKB. Die wird nämlich die Runde auch wichtig sein. Ah, schade. Schade. So. Dann schauen wir mal, was jetzt noch so auf uns zukommt in der Runde. Ancient Apparitional. Hat einen Force Staff. Ich tue mal oben ein bisschen pushen. Ich pushe oben ein bisschen. So. Oh. Krackisch gut. Ne, krackisch gut. So, ich fühle mich blurry. So. Telescope, oh, keine guten Carry-Items gibt's da nicht. Paladin Sword wäre mega pornös. Das müssen wir auch erstmal kriegen. So, fuck. Das ist die Viper. Fuck, die hat eine Rot. Die hat eine Rot auf Athos. Oh Gott. Alle, wie lange hält denn das? Auf, komm. Oh, der liebe Dota-Gott hat es heute gut mit mir gemeint. So. Der liebe Dota-Gott hat es gut mit mir gemeint, eben gerade. So. So was sind natürlich Situationen, die kann man nicht. Also, da kann ich kann nicht sagen, ich krit jetzt da und da. Das ist auch ein bisschen aufs Glück abhängig. Aber natürlich, je schneller man angreift, desto weniger Glück braucht man. In der Theorie. So. Sehr schön. Team Wipe. Fiona. Ich habe gerade einen Kill gekriegt. Ich glaube ja. Oder? Mal gucken. Ja, ich habe Juggernaut bekommen. Den Juggernaut. Der Schacke. So. And a blink of an eye. So. Oh, yes. Didn't stand a chance. Is he not? So. I'll slip through their guard. Bums. Oh fuck. Schade. Ah, die sind halt am Tower auch relativ stark. Jawohl. Good job. Okay, Dro. Übertreib, Ellie. Alter. Komm, Ultra Kill. Gib der Frau doch ihren Ultra Kill. So. Sehr schön. Zack, zack. BKB. Ready. Not ready. So. Sehr schön. Jetzt sind wir auch noch ein bisschen unanfälliger, aber das Match, also wenn wir es jetzt nicht grob versauen, ist es gewonnen.
Unsere Drow hat halt einfach übelst rasiert. Hat einfach übelst rasiert. Sehr schön. Ah, hab's aber auch gut gemacht, also. Zwischenzeitlich mache ich richtig gut gespielt. Oder? Sehr schön und zack, 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 zack. Alter, guck dir das an, wie die schießt. Wie lang dauert das denn noch? Wie lang dauert das denn noch? Bam, 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 bam. Bis man mal wieder am Leben ist hier. In diesem Spiel. So. Ach komm. Machen wir so. Machen wir so und machen wir so. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Moving quickly. Flop. So, wichtig ist jetzt halt nur nicht zu, ich sag mal in Anführungszeichen, cocky zu werden. Weil es kann auch mal ganz schnell in die Hose gehen. Wenn man das dann irgendwie versaut, weil man es verschreit oder sonst wie. So. Komm her, Patz! Okay. Oder man ist halt jetzt wie wir und ja. Ich glaube, das können wir nicht mehr verschreien, sagen wir so. Sagen wir so. The enemy's middle racks just got new. Don't blink. The enemy's middle barracks are gone. Great. Wicked. Job. Good job, good job, good job. Ich wollte eigentlich schon mit Pierre auf die Offlane gehen. Aber die anderen haben es ja dann doch relativ gut hingekriegt. Oder, also, mit relativ gut meine ich, wir haben uns relativ gut koordiniert. Machen wir noch den Kurier weg. So. Sehr schön. Bam, bam, bam. Gottes Willen. Und da kommt der Dings. Und da schreiben wir natürlich ein GG an alle. Ein GG. Sehr schöne Runde. Sehr schöne Runde. 947 ist annehmbar. Ist annehmbar. So. Jetzt bekommen wir noch angezeigt, wer der beste Spieler ist. Ach so. Ah ja. Okay. So. Oh ja, Level 8 mit PA erreicht. Sehr schön. Perfekto. Da werden unsere Gems noch angezeigt. Und es war wirklich eine gute Runde von unserem Team. Die kann man alle mal kommentieren. War spannend, die Runde. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. So kann es weitergehen. Macht's gut. Ciao, ciao.